Frank Wedekind, Frühlingserwachen. Entstehungsgeschichte. Es klingt wie aus der Skandalpresse. Ein Schüler bringt sich um, weil er schlechte Noten hat und von der Schule fliegen wird. Und ein 14-jähriges Mädchen wird schwanger und stirbt, weil die Mutter den Skandal mit einer unerlaubten Abtreibung zu vertuschen versucht. Wie kam der junge Wedekind auf eine solche Idee und in welcher Zeit spielt diese Tragödie? Im Herbst 1890 setzte sich der 26 Jahre alte Frank Wedekind hin und begann, Frühlingserwachen zu schreiben. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com